Corona hat unsere Art zu leben ins Wanken gebracht. Doch diese Pandemie, die wir jetzt gerade erleben, ist nicht die erste Pandemie, die erste Epidemie, die dies macht. Ich sag nur Pest, Cholera und andere Epidemien wie Zika, das Zika-Virus vor kurzem, vor einigen Jahren, oder auch andere Epidemien und Pandemien wie Malaria oder so. Die Ärzte und Medizinhistoriker Heiner Fangerer und Alfons Labisch haben jetzt ein Buch mit dem Titel Pest und Corona, Pandemien in Geschichte, Gegenwart und Zukunft geschrieben, das am Anfang Juni veröffentlicht wurde, als Printversion im Mai, glaube ich, schon als im Mai sozusagen, als Ende April, das erschien das E-Book, und das gedruckte Buch ist jetzt Anfang Juni erschienen. Hier nochmal das Buch. Und die beiden betrachten da sozusagen Pandemien und Epidemien und andere Krankheiten dieser Größenordnung in Geschichte, Gegenwart und werfen auch einen Blick auf die Zukunft. Was genau die darin jetzt diskutieren, erzähle ich jetzt euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Buchbesprechung hier auf meinem Kanal, diesmal zu, wie schon erwähnt, zu Pest und Corona, beziehungsweise vor allem zum Coronavirus. Komme ich jetzt einmal kurz zu den Autoren Heiner Fangerau und Alfons Labisch. Heiner Fangerau, geboren 1972, war von 2008 bis 2014 Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universität Ulm. 2014 ist er an die Universität Köln berufen worden als Professor, und seit 2016 ist er Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin in Düsseldorf. Er ist Ehrendoktor der Karol Davila Universität in Bukarest. Alfons Labisch, geboren 1946, ist Historiker, Soziologe und Arzt, seit 1979 Professor für Gesundheitspolitik und Medizinsoziologie an der Universität Kassel. Er war von 1991 bis 2015 Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin in Düsseldorf und von 2003 bis 2008 Rektor der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. 2016 war er Professor ehrenhalber der Beijing for Asian Studies University in Peking, und seit 2019 ist er dort Distinguished Professor for Global History of Science and Medicine. Beide Autoren sind Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Leopoldina. Komme ich jetzt einmal ganz schnell zum Inhalt des Buches. In ihrem Buch diskutieren die beiden unter anderem die Fragen, hat die Welt sowas wie die aktuelle Pandemie schon einmal erlebt? Wie veränderten Seuchen das öffentliche und private Leben? Was sind die natürlichen, die sozialen, historischen und kulturellen Hintergründe von Pandemien? Und worauf müssen wir uns künftig persönlich und worauf müssen sich Gesellschaft und das Gesundheitswesen einrichten, wenn wir unsere Lebensart und Lebensweise, wie wir sie heute führen, bewahren wollen? Gleichzeitig erörtern sie Pandemien samt Corona in ihren historischen, aktuellen und künftigen Dimensionen. Ja, in 8 Kapiteln führen sie dazu durch die Geschichte der verschiedensten Epi und Pandemien und zeichnen dabei die Krankheiten und Pandemien in der Welt nach. Und die Grundthese des Buches, die sich wie ein roter Faden durchs Buch zieht, ist, dass Handel, Wandel, Kommunikation in gewisser Weise das Lebenselixier der Menschheit sind, regional, aber auch global. Die Grundfrage des Buches, die sich ebenfalls wie ein zweiter roter Faden durch das Buch zieht, ist, wird es künftig möglich sein, größtmögliche Freizügigkeit, Handel und kulturellen Austausch bei vergleichbaren Ereignissen aufrechtzuerhalten? In 8 Kapiteln wird sozusagen, wie ich schon erwähnt, durch das Buch geführt,
und durch an Pandemien entlang gehangelt. Zuerst wird die aktuelle Situation oder die Situation der Pandemie und Pandemien, vor allem Corona, das neue Virus und die Pandemie vorgestellt, und dann im zweiten Kapitel oder in einem zweiten Schritt in die Reihe der skandalisierten Krankheiten und der echten Killer eingeordnet, mit der Frage, inwiefern ist Corona eine skandalisierte Krankheit, beziehungsweise oder ist das eher doch ein echter Killer? Dann sozusagen anschließend werden in kurzen Überblicken Seuchen vorgestellt, die ihre Spuren in der Gesellschaft, in der allgemeinen Geschichte hinterlassen haben, und weiterhin wird sozusagen in einem anderen Kapitel, im vierten Kapitel, über sozusagen die Einflüsse der Pandemien und der Krankheiten in den Gesundheitsleistungen, vornehmlich in Deutschland, sozusagen, wie Seuchen und Pandemien ihre Spuren in der Organisation der Gesundheitspolitik oder der Gesundheitsorganisation und Gesundheitsleistungen hinterlassen haben. Dann werden sozusagen diesen historischen Beispielen, werden dann in weiteren Kapiteln grundlegende Modelle aus der Biologie und der Organisation menschlichen Zusammenlebens erörtert und vorangestellt. Es wird darauf eingegangen, wie sich beispielsweise Epi und Pandemien verbreitet haben oder verbreiten. Und sozusagen dann wird sozusagen auch ermöglicht bzw. versucht, auf dieser historischen und systematischen Basis, wie hier schreiben in dem Buch, die alten und neuen Seuchen in ihren biologischen und gesellschaftlichen Grundlagen besser zu verstehen, also wie sozusagen mit, oder da ist dann sozusagen wichtig, wie mit Epi und Pandemien und mit Seuchen damals und heute umgegangen wird und wurde. Ganz spannend, wie ich das fand. Und dann sozusagen zum Abschluss werden dann sozusagen noch Antworten darauf gegeben, wie mit zukünftigen Epi- und Pandemien umzugehen ist, vor allem auch, weil die laut den Autoren immer in verkürzter Form und immer häufiger auftreten werden. Durch beispielsweise zunehmende Vernetzung in der Welt und durch zunehmenden internationalen Handel und eine weiter zunehmende Globalisierung. Gleichzeitig fordern die Autoren, ich wette das mal kurz hier in dem Buch nach, verschiedenste Maßnahmen und geben sozusagen auch noch Denkvorschläge und Aufmerksamkeitshorizonte, um sozusagen für die Zukunft, wie mit aufkommenden Seuchen umzugehen sein kann oder umzugehen sein wird. Da sagen sie zum Beispiel, dass gefährliche Krankheitserreger und Infektionsketten frühzeitig erkannt werden müssen und am Ort ihres Entstehens erkannt, verhindert und systematisch eingegrenzt werden müssen. Die internationale Überwachung muss zu einer internationalen Eindämmungsstrategie an den internationalen Verkehrsknotenpunkten ausgebaut werden, beispielsweise an Flughäfen, Seehäfen. Und es muss da einfach geschaut werden, okay, wie lässt sich das beispielsweise besser gemacht werden oder sozusagen einfach Pandemiepläne und Epidemiepläne ausarbeiten, vorhalten und einfach schauen, okay, was lässt sich denn jetzt machen? Gleichzeitig fordern sie sozusagen eine vorurteils- und barrierefreie Vernetzung von Wissenschaft und Forschung, auch über, wie gesagt, über Grenzen hinweg international, und sozusagen wird auch gefordert, dass nach Abklingen der Covid-19-Pandemie die verschiedenen Arten mit der Pandemie umzugehen analysiert werden müssen und entsprechende Maßnahmen auf den unterschiedlichsten Ebenen, bundesweit, landesweit und kommunal eingerichtet und vorgehalten werden müssen, aber auch halt evaluiert werden müssen, welche Maßnahmen denn wie geeignet waren und getaugt haben. Gleichzeitig soll, so fordern die beiden Autoren, stoßen die beiden Autoren an, dass sozusagen auch in Deutschland die Abwehrmaßnahmen den weltweit elektronischen und technischen Möglichkeiten und Standards entsprechen sollen und das sozusagen schnellstmöglich weiterentwickelt werden soll und Deutschland sozusagen trotz seiner momentan ein bisschen da technischen Rückständigkeit auf dem Gebiet
der IT, sage ich jetzt mal, der Digitalisierung da eigentlich schnell aufholen muss. Wobei ich wieder die These, mal jetzt mal die These ausstellen würde, dass Deutschland doch relativ schnell jetzt voranschreiten wird, auch weil es jetzt einen ordentlichen Digitalisierungsschub mit unter anderem der Digitalisierung der Schulen und Homeoffice etc. gegeben hat und das sicherlich als eine der Lehren aus der Corona-Pandemie jetzt in Zukunft die Digitalisierung hoffentlich in gewisser Weise schneller voranschreiten wird. Ja, komme ich jetzt einmal noch ganz schnell zum Fazit. Es ist eine Analyse, würde ich sagen, die aktuelle Pandemie in einem historischen, einem politischen, aber auch in einem gesellschaftlichen Kontext spannend einordnet und zugleich ja, sozusagen den gesellschaftlichen Wandel mit oder im Umgang mit Infizierten, mit Pandemien zeigt. Während in den 50er, 60er Jahren, relativ kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, noch relativ lax umgegangen wurde und gesagt, ja, ein Total mehr oder weniger ist jetzt auch nicht schlimm, auch wenn es tragisch ist, da standen einfach viele noch unter den Eindrücken des Zweiten Weltkrieges mit mehreren hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Toten, und wir dann einfach gesagt haben, ja, hunderttausend oder paar tausend Tote mehr, kommt es jetzt vielleicht in dem Sinne nicht drauf an, auch wenn es barbarisch klingt, während heute gesagt wird, zu Beginn der Krise wurde ja eigentlich das gesellschaftliche, das politische Leben, das kulturelle Leben runtergefahren, um sozusagen eine Überlastung des Systems vermeiden und jeden Menschen zu retten. Das ist auch dieser Wandel, das fand ich irgendwo, der herausgearbeitet wurde, den fand ich eigentlich recht spannend. Es ist dennoch in gewisser Weise unterhaltsam, es wird spannend geschrieben, großartig, also spannend meiner Meinung nach beschrieben, denn es wird ziemlich, meiner Meinung nach, einiges aus der Praxis und vor allem versucht, verständlich zu schreiben, dass das auch medizinische Laien verstehen können. Man kann dabei die einzelnen Kapitel unabhängig voneinander lesen und die sind in sich abgeschlossen. Es wird zwar mal ab und zu auf Kapitel weiter vorne, am Ende auf Kapitel weiter vorne oder zu Beginn des Buches dazu später mehr verwiesen, aber man kann dennoch, würde ich jetzt mal sagen, einigermaßen die Kapitel abgeschlossen lesen, die sind einigermaßen in sich abgeschlossen. Mir hätte es als sozusagen als medizinischer Laie dennoch gefallen, hätten sie es am Ende des Buches ein Kapitel gegeben oder im Anhang eine Liste mit medizinischen Fachbegriffen gegeben, wo dann nochmal kurz erklärt worden wäre, was jetzt einzelne medizinische Begriffe bedeuten. Aber das ist jetzt nur, sage ich jetzt mal, als medizinischer Laie, der einzige in dem Sinne Kritikpunkt, den ich entspannt. Aber genau, ja, das soll es jetzt, wie gesagt, auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Restfreitag, einen schönen Samstag und Sonntag. Kommt gut in die nächste Woche, vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und ruhig eine Bewertung dazulassen. Und ja, bis dahin, macht's gut, haut rein, genießt die Zeit.